Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Bioshock Infinite mit mir, dem Mr. Sick und der Elizabeth, Bucke der Witt und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt sozusagen diesen letzten Riss in der letzten Folge, vorigen Folgen, ja, gefunden und haben mitgekriegt, okay, Elizabeth ist kein Erzeugnis ihrer Eltern, in Anführungszeichen, also von diesem Propheten und von dieser Lady Comstock, auch nicht von den, seltsam. Auch nicht von den, von den Zwillingen sozusagen. Die Spuren kehren zu Comstocks Haus zurück. Die Spuren wieder zurück halt, ja, macht's, habe ich schon tausendmal gesagt, jetzt nicht wirklich, einleuchtender, was da jetzt eigentlich passiert oder, also was da jetzt so richtig, wer ist jetzt Elizabeth eigentlich, woher kommt die? Keine Ahnung, wir befinden uns ja auch noch immer noch in dieser etwas anderen Zeit. Also in dieser Zeit, wo wir einmal diesen Chinesen, den Mr. Lin, vor seinem Tod retten wollten. Und dann sind wir wieder in die andere Zeitzone oder in eine andere Zeitzone reingekommen. In der wir... wir sollten zu Comstocks Haus zurück. In der... wie die Waffen an die Vox Populi, an die Daisy Fitzroy sozusagen ausgeliefert haben. Daraufhin ist ein riesen Bürgerkrieg hier entstanden und das ist das Resultat. Was ist denn jetzt das? Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Ja. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Genau so. Hoffen wir es zumindest, dass es auch so wirklich wird. Und ich hoffe, dass sie die da nicht zu, verscheuern wird. Ja, jedenfalls, das ist das Resultat dieses Bürgerkriegs. Was auch nicht wirklich toll war oder nicht wirklich viel gebracht hat. Ganz Columbia brennt und steht in Flammen. Ist nicht meine Mutter. Er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Okay, ballern. Geht klar. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert. Und sie hat diese... Geht das schon wieder los, ey. Zum dritten Mal. Danke. Ja, fickt euch doch mal ins Knie, sag mal. Stimmt ihr oder was? Kann ich mir Freunde machen? Oh nein, ich will nicht sterben, 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 ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben, ernsthaft jetzt. Komm, Schild, komm wieder hoch. Schild, komm wieder hoch. Schild, komm wieder hoch. Wunderbar. Okay, ich muss die Leute doch noch hier irgendwie ein bisschen mehr. Geht klar! Das ist leider alles. Danke. Wo ist denn die Comstock? Da hinten. Stirb. Geh drauf. Oh. Alter. Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Das ist alles deine Schuld. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard, ich bin nicht der Bastard deines Mannes.
Ich bin sein Opfer! Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Ruhe in Frieden, Mutter Comstock. Gott, Comstock. Alter, es war jetzt aber gerade eben schon wieder alles so episch, dass ich hab wieder übel Gänsehaut. Aber so richtig, von der feinsten Sorte. Oh. Das ist krass. Einfach nur krass. Mannometer. Was für eine Story, die dahinter versteckt, die dahinter steht. Sich versteckt, sagen wir es mal so. Okay. Boah, müssen wir jetzt hier nochmal rein? Ja. Ah ja, genau, wir müssen jetzt zu Comstocks Haus. Vorher gehe ich mal nochmal wieder Munition auffüllen. Weil, habe ich nicht mehr viel. Boah. Ich finde wirklich, mich schüttelt's. Überall. Ist die Story einfach nur geil. Oh, nicht Karabiner, sondern Revolver und Maschinengewehr. Da. Oh ja, die wissen einfach. Danke. Die wissen einfach wirklich, wie sie eine Story erzählen müssen. Und schade, dass es dieses Entwicklerstudio nicht mehr gibt. 2K ist ja der Publisher und Original Games sind die Entwickler dahinter, die dahinter stehen. Ein paar haben sich wohl wieder zusammengefunden und haben werden demnächst, also wir haben jetzt gerade auf Kickstarter haben die jetzt gerade so eine Crowding-Sache laufen. Was wohl ähnlich wieder so abgedreht wird. Also man hat es an der Grafik-Engine gesehen, dass es halt hier so genauso aussieht, halt so ein bisschen. Mal sehen, mal gucken. Wenn die das rausbringen, wenn das dann kommt, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch mit dabei. Aber jetzt befinden wir uns immer noch bei Bioshock Infinite. Und ja, jede Folge fängt mit einem mächtigen Knall an irgendwie, ne? So, jetzt sind wir hier vor Comstocks Haus. Und das sind wohl diese hier Franklin und Washington und was Gott das für ein Scheiß. Also die Präsidenten. Kein Scheiß. Fuck you. Hab ich nicht erschrocken, Alter. Nicht, komm, du bist lieb. Songbird, du bist lieb. Ich bin lieb, du bist lieb. Wir wollen beide noch beschützen. Oh, fuck. Puh, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Moin. Hi. Seid ihr wieder? Das verstehe ich auch noch nicht so richtig, dass ich Bringen hier... Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Hier hat sie noch die, hat sie lange Haare. Also wieder lange Haare und die alte Kleidung. Und warum sind wir immer wieder hier? Okay, die Tür kann ich diesmal öffnen. Boah, ist das hell. No, okay. Ach komm, Songbird, komm schon. Alter, ruckt der einfach alles weg. Kann ich nicht den sein Lieblingslied spielen, dass er sich wieder beruhigt? Hör auf! Hör auf, tu ihm nichts! Es tut dir leid!
Es tut mir leid. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Bring mich zurück. Nee, komm schon, Elizabeth. Nein, nein. Nach Hause. Nein. Nein. Oh. Hättest du einfach mal das Loch durch die Decke nehmen können. Ich muss sie einholen. Und wir werden dich wiederfinden. Definitiv. What the shit, Alter. So weit springen? So weit springen. Moin. Okay, hier runter. Boah. Oh, schon wieder Gänsehaut. Aber ganz, ganz krasses Gänsehaut. Oje, 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 das Wetter ist nicht wirklich schön. Komm nur, wenn du willst. Ich lass nicht zu, dass du sie holst, hörst du? Ha, du gefiedertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Alter. Schnee. Es ist Juli. Und ich hasse Schnee. Schnee ist scheiße. Da ist irgendein Riss. Kannst du mich hören? Boah, guck mal, wie der am Prunk lebt. Was? Was? Okay, Leute. Erstmal kurz erholen, ein bisschen durchatmen. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, schreibt mit uns. Sagt mir, was ihr von diesem Game haltet bis jetzt. Ich bin total geflecht und ja, ich hoffe, euch macht es genauso Spaß wie mir. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Beziehungsweise, was rede ich da jetzt eigentlich? Eigentlich muss weitergehen. Sorry, Leute, ich habe die Uhr falsch im Blick gehabt. Wir waren ja noch gar nicht so weit. Entschuldigung. Weiter geht's. Im Text. Es ist mir gerade peinlich. Scheiße. Ich dachte ernsthaft, die hatten gerade schon wieder die 25 Minuten, 30 Minuten Überlänge drin. Ich steck so drin, dass ich die Zeit vergesse in diesem Spiel. Krass. Oh Mann, ich voll Noob, ey. Okay. Weiter. Ist das... Manche träumen vom Mammon. Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Okay. Er schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach, Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. What? Heretic, Anarchist. Was ist, hä? Pazifist. Sieht ein bisschen aus wie Hitler, oder? So ein ganz kleines bisschen nur. Ein Handyman. Ich mag keine Handymans. Was? Ich meine, wir wissen nicht, in welcher Zeit Elizabeth jetzt hier irgendwas ist oder war. Okay. Wer seid ihr? No sin in Vincent's Games. Wer bist du? Du siehst krustig aus. Was ist hier los? Oh, oh, oh. Machst du irgendwas mit mir?
Alter, ich kann Elisabeth nicht so leiden hören. Alter. Alter. Ach, ich muss nicht nachladen. Alter, und die Elisabeth die ganze Zeit im Hintergrund. Okay, irgendwie diese komische Trötfigur, die wir da gerade gesehen haben, die ist irgendwie komisch. Und Elisabeth schreit nicht mehr. Alter Falter, ey. Boah, ist mir schlecht. Ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer war das? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Puh. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Was geht hier vor? Audiolog von Elisabeth. Aber von einer anderen Elisabeth, glaube ich, oder? Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Ich bin mir aber auch gerade noch nicht so richtig sicher, was es mit dieser Elisabeth hier auf sich hat. Also aus diesem Zeitfenster. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, vielleicht ist sie hier zur Prophetin geworden und das Ganze drumherum und hat das Amt ihres Vaters weitergeleitet? Fragezeichen? Oh, das ist alles verwirrend. Naja. Okay. Und solange ich diese Viech da, also diesen komischen mit diesem... Wie mein Vater konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Okay. Da ist dieser komische Typi. So, und sobald der uns entdeckt hat, gehen die anderen auch auf uns drauf zu. Shit. So wie jetzt. Alter, das sind viele. Okay, jetzt habe ich zumindest wieder ein bisschen Schild. Alter, ich smash gerade noch die Buttons. Schild wieder da, gut. Alter, wie viel kommt denn da noch? Fuck! Zum zweiten Mal gestorben, das geht nicht. Oh, das kratzt an meinem Ego. Scheiß. Viecher. Was ist das? Einen Mistgabel!
jetzt ist es weg. Alter, ey. Boah, sind die krass unterwegs. Okay, hier drüben geht's nicht lang. Kurz eine Orientierung verschaffen. Wo es denn jetzt überhaupt hingeht. Ohne Elizabeth ist es schon ein bisschen fieser. Sagen wir es mal so. Die uns immer die ganze Zeit immer wieder geheilt hat und ja, uns halt am Leben gehalten hat mit ihren Sachen, die sie entdeckt hat. Und das fällt jetzt halt gänzlich weg. Da ist auch wieder so ein Riss. Hier ist auch ein Riss. Okay. Hier ist eine Leichenhalle. Das ist gruselig überall. Puh. Das Spiel gönnt jetzt aber auch gar keine Zeit, keine Ruhe mehr, ne? Ja, ja. Was ihr so wollt. Oh Mann, ey. Geht auf keine Kuhhaut irgendwie. Ich ärgere mich, das zweite Mal gestorben. Das geht nicht. Finde ich doof. Da ist doch schon wieder so ein... Fick dich, Alter. Muss ich mal auf den Tisch hauen, ich puller mir gleich ein. Es ist kein Horror, ich weiß, aber es ist einfach nur eklig. Es ist also nicht eklig, aber es ist einfach... Ach man, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Das ist doof. Daran erkennt man übrigens auch gute Spiele. Einfach... Da! Ja. Man muss hier keinen Riesen... Es reicht einfach wirklich so ein Kopfrollstuhl und das kommt dir lang gefahren. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Okay. Ist das jetzt so ein Zeitraum, dass sie jetzt schon seit Jahren hier ist und wie sie jetzt erst wieder retten? Boah, ich weiß nicht, was ich gegen diese Viechtis da machen soll. Ich will nicht schon wieder gegen alle kämpfen, aber vielleicht muss ich einfach mal vorsichtiger sein. Und wenn er wegguckt. Boah, das war jetzt mehr Glück als Verstand, oder? Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt. Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie. Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Ihr habt doch alle an der Klatsche, ey. Da ist nichts mehr zu retten und ihr versucht es trotzdem irgendwie. Es ist... Was? Das erinnert mich. Wer prüft dich? Selber, Arschloch. Ach nee. Man muss ballert machen. Reiß doch mal deinen Kopf selber ab. Boah, sind die anstrengend mit der Zeit. Ja. Was
Immun. Ah, okay, Gesundheit. Arm mit dazu. Okay, mit dieser Schlusssequenz verabschieden wir uns jetzt mal an der richtigen Stelle. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.